Wasserprediger und Weintrinker. Die Eliten aus Politik und Wirtschaft sind damit gemeint. Die Zahl der Armen steigt in Deutschland beängstigend. Gleichzeitig gibt es immer mehr Reiche. In den Großstädten prallen verschämte Armut und unverschämter Luxus aufeinander. Doch die politischen und wirtschaftlichen Eliten mahnen Kürzungen zuerst bei den kleinen Leuten an. Unternehmer, deren Aktienkurse astronomische Höhen erreichen, predigen Lohnsenkung und Arbeitsplatzabbau. Deutschland ist Exportweltmeister, dennoch jammern Manager und konservative, rechtsideologische Politiker über zu hohe Lohnkosten. Manager nutzen die Arbeitslosigkeit aus. Mit der Drohung des Standortes eines Unternehmens ins Ausland zu verlagern, werden Belegschaften erpresst. Die Globalisierung dient als Totschlagargument, mit dem die Demontage des Sozialstaates hoffähig gemacht wird. Die Kluft zwischen Arm und Reich klafft immer weiter auseinander. Fast alle Städte und Kommunen sind hoch verschuldet. Immer mehr stehen vor dem Bankrott. Die Alten und die neuen Reichen sind natürlich gegen notwendige Steuererhöhungen. Trotz steigender Produktivität, deutsches Wirtschaftswachstum, Exportweltmeisterschaften, können sich die meisten Menschen immer weniger leisten. Alle müssen sparen. Nur die Vermögenden, Unternehmer und ihre Mitprofitler nicht. Die Zahl der Millionäre in Deutschland hat sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt. Die Zahl der Hartz-IV-Empfänger auch. Es passt zum Zeitgeist der neoliberalen Gesellschaft, sich am Stammtisch, in Talkshows und im Bundestag über den angeblichen Missbrauch der Sozialhilfe zu erhitzen. Statt sich über Ausbeuter, Steuerhinterzieher, Abschreibungskünstler, Subventionserschwindler, Geldwäscher, Diätenerhöher, korrupte Politiker, Waffenschieber, Scheinselbstständige, Spekulanten, kriminelle Hedgefonds, Miethaie und ähnliche asoziale Schmarotzer der Gesellschaft aufzuheben. Denn diese Leute gehen über Leichen. Aber über sozial Schwache herzufallen, ist natürlich einfacher, denn die können sich ja nicht wehren. Immer lauter werden die Wasserprediger der oberen Gesellschaftsschicht und ihre politischen und journalistischen Komplizen. Um sich beim anschließenden Weingelage von ihrer Heiserkeit, ihrer Schreierei gegen sozial Schwache zu erholen. Wer die Wasserprediger entlarvt, stört ihr Weingelage. Es gibt Menschen, die wegen einer Stromnachzahlung oder eines Zahnersatzes in finanzielle Schwierigkeiten geraten.
Menschen, die an der Nachtschicht bei McDonald's noch einen Putzjob anhängen müssen. Arbeiter, die für 8 Euro Akkordarbeit leisten. Arbeiter, die so wenig verdienen, dass sie mit Hartz IV aufstocken müssen. Billigjobs, unterbezahlte Leiharbeit und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Lohndumping und eine Wiedergeburt von Dienstmädchen und Tagelöhner. Das ist der deutsche Alltag von heute. Jede Drecksarbeit zu jedem Hungerlohn ist zumutbar. Der Schutz des Staates vor derartigen Verbrechen der Ausbeutung existiert nicht. Es gibt kein Einkommen, Berufs- oder Qualifikationsschutz. Dafür gibt es staatliche Zwangsarbeitseinsätze zur gemeinnützigen Arbeit. Das wird auch unter dem zynischen Begriff Hilfe zur Arbeit verkauft, anstatt anständige, tariflich entlohnte Arbeit müssen die Leute für 1 Euro Klos putzen. Versiffte Männertoiletten auf einen Sportplatz. Da packt so manche Menschen verständlicherweise die kalte Wut auf die Regierung, die das zu verantworten hat. Das Ziel der Unternehmen und ihrer politischen Vasallen besteht darin, Löhne und Sozialleistungen gleichermaßen zu drücken. Sozialleistungen sollen den Betroffenen nicht mehr ein menschenwürdiges Leben sichern, sondern diese dazu zwingen, jede Arbeit zu Hungerlöhnen unter schlechtesten Bedingungen anzunehmen. So soll er sein, der Arme, bescheiden, demütig, die Kleidung abgetragen, die Möbel verschlissen, vom gesellschaftlichen, kulturellen Leben ausgeschlossen. Aber rasiert, sauber und gebügelt, mit gesenktem Kopf durch die Welt schleichen. Der Arme soll dankbar sein für jede unterbezahlte Arbeit und für die Hartz-IV-Almosen vom Staat. Er kauft geduldig bei Aldi oder im Caritas-Laden ein und holt seine Lebensmittel ohne zu klagen von der Tafel. Der Arme lässt sich vom Roten Kreuz mit getragener Kleidung und von der Arbeiterwohlfahrt mit alte, abgestoßenen Möbel versorgen. Das reicht doch für ihn, der nicht arbeitet. Den Jubel beim Fußballspiel hört er sich nicht im Stadion, sondern auf der Parkbank in der Nähe an. Über den Jahrmarkt bummelt er, ohne etwas zu kaufen. Er darf nur als Zaungast am bunten Treiben der Gesellschaft teilnehmen. Urlaub, Restaurant, Theater, Kneipe, mal ein Bier trinken, das sind Fremdwörter für ihn. Seine faulen Zähne hat schon seit Jahren kein Zahnarzt mehr behandelt. Flachbildfernseher, DVD-Player, Stereoanlage, Playkonsole, Computer, alles weg, hat längst der Gerichtsvollzieher geholt.
Für 2-3 Euro pro Stunde nimmt er dankbar jede Arbeit an. So stellen sich die neoliberalen, rechtsideologischen Politiker der CDU/CSU, FDP und SPD den idealen Armen vor, dem sie munter die wenig verbliebenen Rechte auch noch zusammenstreichen können. Denn Arme haben keinen Anspruch auf Ansprüche. Die Frage lautet nur noch, was jemand braucht, um nicht zu verhungern oder zu erfrieren. Ob er arm dabei ist, das ist egal. Wohlgemerkt, so denken Politiker, die selber 10.000 Euro monatlich und mehr verdienen. Die schlechten Lebensbedingungen führen dazu, dass Kinder aus armen Familien schlechter in der Schule sind, weil sie in engen Wohnverhältnissen leben. Die Familienkonflikte sie belasten und zur Unruhe, Passivität oder Konzentrationsstörung führen. Arme Kinder sind häufiger krank, weil sie seltener geimpft werden, weil eher am Essen als an der Kleidung gespart wird, um den Schein zu wahren. Auch weil in armen Familien stärker geraucht wird, weil die Kinder in einem Milieu aufwachsen, in dem sie mit Alkohol, Arznei und Drogensucht konfrontiert werden. Arme Kinder sind aggressiver und schneller gewalttätig. Die Straftäter werden in Deutschland immer jünger und zahlreicher. Der Grund ist das Wohlstandsgefälle, mit dem arme Kinder ständig fertig werden müssen. Dauernd wird ihnen der Reichtum der Gesellschaft vorgeführt, von dem sie ausgeschlossen sind. Auch von Schulkameraden in Markenklamotten und durch die Dauerberieselung mit Werbung. Selbstständige, Landwirte und Pensionäre gibt es nicht unter den Armen. Auch in Angestellten- und Beamtenhaushalten herrscht selten Armut. Armut herrscht dagegen bei Arbeiterfamilien. Auch für viele Rentner ist die Armut seit Jahrzehnten die prägende Generationserfahrung. Dank der Kahlschlagpolitik der CDU und SPD in geringfügige Beschäftigungsverhältnisse wie Leiharbeit, 1-Euro-Jobs und so weiter tickt hier eine Altersarmut-Zeitbombe. In Deutschland werden die Armen bekämpft von der Politik, statt die Armut. Die politisch und wirtschaftlich herrschende Klasse häuft immer mehr Reichtum an, während einer verarmten Klasse nur das Existenzminimum bleibt. Einer kleinen Minderheit gelingt der Anschluss zwar nach oben, eine Mehrheit aber muss gegen ständig zunehmende Armutsrisiken ankämpfen. Die Verlierer des Systems müssen sich mit immer weniger Krümeln des Reichtumskuchens abfinden. Bettler werden kriminalisiert und durch Sicherheitsdienste von den Luxuseinkaufsmeilen vertrieben. Armut stört den Konsumrausch,
schürt das schlechte Gewissen und erinnert an die eigenen Existenzängste. Darum will man die Bettler nicht sehen. Die Reichen haben sich aus der Verantwortung fürs Gemeinwohl und aus der Solidarität mit den Arbeitslosen und Armen verabschiedet. Dabei können alle in Deutschland normalerweise gut leben. Deutschland ist eins der reichsten Länder der Welt. Die Deutschen sind unglaublich reich. Sie besitzen Billionen. Zu den Millionären gehören nicht nur die Aldi-Brüder, Flick, Quandt oder Schumacher, sondern auch das Sozialarbeiter-Ehepaar, das in einer Großstadt ein Mehrfamilienhaus geerbt hat. Über die Produktionsvermögen in Deutschland existiert so gut wie keine Information. Über wertvolle Vermögensbestandteile wie Kunstsammlungen und Schmuck gibt es keine verfügbaren Daten. Zwischen den Armen und den Millionären lebt eine weitere Gruppe in Deutschland sehr komfortabel. Es sind die Besserverdienenden, Politiker, Akademiker, hohe Beamte, Ingenieure, Architekten, Makler, Rechtsanwälte, Zahnärzte, leitende Angestellte, Journalisten und so weiter. Es gibt in Deutschland kaum ein besser gehütetes Geheimnis wie die Vermögensverteilung. Die politischen und wirtschaftlichen Eliten haben offensichtlich kein Interesse daran, die Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums offenzulegen. Man kann eben besser Wasser predigen, wenn man verschweigt, dass es Weinkeller gibt und wo sie sich befinden. Besonders dann, wenn man einen eigenen Weinkeller hat. Die Reichen kennen jede Menge Tricks. Ihr Geld am Fiskus vorbei, in die europäischen und überseeischen Steuerparadiese zu schleusen. Bei der Abwicklung der DDR durch die Treuhand wurden 1801 Fälle von Wirtschaftskriminalität bekannt. Einzelne Treuhandmitarbeiter, die sich als sogenannte freiberufliche Abwickler selbstständig machten, strichen 19 Millionen D-Mark Honorar ein. Bis Ende 1996 wurde gegen 180 Treuhänder eine Strafanzeige wegen Veruntreuung gestellt. Die Erben der ostdeutschen Blockparteien CDU und LDPD, nämlich die westdeutschen Parteien CDU und FDP, kassierten 60 und 90 Millionen D-Mark ab. Der Spiegel stellte damals die Frage, was sie sich nicht noch alles unter den Nagel gerissen haben. Dieselben Leute, dieselben Parteien und Politiker, die ausrechnen lassen, wie viel Unterhosen ein Hartz-IV-Empfänger im Monat braucht. Den schnell wachsenden Vermögen auf der einen Seite stehen Schulden auf der anderen gegenüber. Der drohende Bankrott der Kommunen und die wachsende Verschuldung sind dafür der sichtbare Ausdruck.
Es ist einfach zu viel Geld in privaten Händen. Und somit fehlt dem Staat die Umverteilungsmöglichkeiten und die Finanzierung insgesamt. Schon lange geht es nicht mehr um die Höhe der Sozialhilfe, sondern um den Sozialhilfeanspruch selbst. Mit immer gleichen, Leute verdummenden Stammtischparolen werden hilfsbedürftige Menschen diffamiert, um Kürzungen bei den Ärmsten der Gesellschaft durchzusetzen. Inzwischen müssen sich Menschen, die Hartz IV beantragen, einen generellen Missbrauchsverdacht gefallen lassen. Jeder versoffene Stammtischbruder kennt mindestens einen Hartz IV-Empfänger, der angeblich mit einem dicken Mercedes seine Stütze abholt. Die Regierung schürt diese Vorurteile mit der Einführung von Arbeitsdienste und Kampagnen gegen den sogenannten Sozialmissbrauch. Dabei werden sie von neoliberalen Medien unterstützt. Sozialdetektive sollen Sozialschmarotzer aufspüren. Einen Widerspruch zu der Überversorgung der Politiker, die diese unsoziale Politik betreiben, erkennen dieselben natürlich nicht. Ein paar hundert Euro, die ein Hartz-IV-Empfänger dazu verdient, werden als schwerstkrimineller Missbrauch angeprangert. Etwa, wenn sich ein Hartz-IV-Empfänger finanziell Luft verschafft, indem er einen kleinen Nebenverdienst nicht angibt, von der Oma unterstützt wird oder verschweigt, dass er inzwischen mit seiner Freundin zusammenlebt. Wenn überbezahlte Politiker dagegen Tausende von Euro dazu verdienen und Bestechungsgelder annehmen, dann ist das natürlich kein Problem. Die Vermögenden und Neoliberalen, Besserverdienenden, die ständig auf sozial Schwache einschlagen, haben sicherlich auf den Schreibtisch den Ratgeber Steueroasen oder Steuerparadiese für Deutsche stehen, den sie zu Rate ziehen, bevor sie eine Steuererklärung ausfüllen. Auch Sepp, der Handwerksmeister, der an seinen Stammtisch über Scheinasylanten, die faulen Arbeitslosen und Hartz-IV-Schmarotzer dumm dreist labert, hat kein Unrechtsbewusstsein, wenn er seine Kunden mit total überhöhte Preise das Fell über die Ohren zieht, seine Gehilfen schwarz auszahlt und den Staat betrügt, indem er Steuern hinterzieht. Auch das Gasthaus seiner Frau wirft natürlich so wenig Gewinn ab, dass sie keine Steuern zahlen kann. Aber Sepp würde sich doch glatt als Leistungsträger der Gesellschaft bezeichnen. Er wählt natürlich CSU. Denn die unterstützt mit ihrer Politik widerliche Schmarotzer wie ihn. Selbst wenn alle Armen ihr Anrecht auf staatliche Unterstützung einforderten, könnte das der Staat allein mit den jährlich hinterzogenen Steuern, unter anderem die Sepp hinterzieht,
lässt sich bezahlen. Innerhalb der neoliberalen Ellbogengesellschaft wird der Missbrauch von sozialen Leistungen kriminalisiert, während das Verbrechen der Steuerhinterziehung als Notwehr gegen zu hohe Forderungen des Fiskus durchgeht. So werden ständig die Steuern gesenkt, damit Reiche und Besserverdienende noch mehr in Luxus und Wohlstand leben können, anstatt den Hartz-IV-Satz und das Arbeitslosengeld zu erhöhen. Selbst Sozialmissbrauch richtet keinerlei volkswirtschaftlichen Schaden an, weil das Geld sofort wieder in den Konsum und damit in den Wirtschaftskreislauf fließt. Während die Reichen ihre hinterzogenen Reichtümer in Luxemburg oder auf den Cayman-Inseln bunkern. Dabei wird das Geld der deutschen Volkswirtschaft entzogen, aber nicht durch Sozialmissbrauch. Der Verdacht drängt sich auf, dass es überhaupt nicht um die desolaten kommunalen Haushalte geht, sondern um den Sozialstaat an sich, der jenen, die nicht auf ihn angewiesen zu sein glauben, ein Dorn im Auge ist. Die Botschaft hinter der Missbrauchsdebatte lautet: Jeder, der auf soziale Leistungen angewiesen ist, ist ein Schmarotzer, will gar nicht arbeiten, macht sich auf Kosten anderer ein faulen Lenz. So lassen sich trefflich Konkurrenz und Missgunst schüren. Denn der kleine Mann, der von seinem sauer verdienten Geld Steuern und Abgaben zahlt, sieht natürlich nicht ein, dass er Faulpelze durchfüttern soll. In dieser neoliberalen, schizophrenen Gedankenwelt nehmen Ausländer den Deutschen die Arbeitsplätze weg und müssen immer weniger Junge, immer mehr Alte durchfüttern. Weshalb der Ruf nach der Kündigung des Generationsvertrages laut wird. Auch die Kinderlosen, die sich ihrer sogenannten Pflicht, Kinder als Rentenbeitragszahler in die Welt zu setzen, entziehen, fallen in diese Kategorie. Auch sie fallen unter diese Hetze. Das Muster dabei ist aber immer gleich. Bestimmte Bevölkerungsgruppen werden bewusst ausgegrenzt. Ihre selbstverständlichen Ansprüche werden zunächst diffamiert, um sie dann besser zusammenstreichen zu können. Auch der ständige Hinweis darauf, dass die Sozialbeiträge nicht so hoch wären, wenn die deutsche Wiedervereinigung nicht so viel kostete, zielt in die gleiche Richtung. Hier lautet die Botschaft: Ohne die Ossis hätten wir weniger Probleme. Das alles hat die Kohl-Regierung zugunsten der gesellschaftlichen Oberschicht fein eingefädelt. Die Kosten der Wiedervereinigung wurden den Sozialkassen und damit den Lohnabhängigen aufgebürdet, anstatt, wie es richtig wäre, durch Steuererhöhungen die Oberschicht an den Kosten zu beteiligen.
Die wirtschaftlichen und politischen Eliten sind dabei, den sozialstaatlichen Konsens, der die Bundesrepublik seit ihrem Bestehen geprägt hat, zu zertrümmern. Bislang galt, dass jeder, der in Not gerät, ein Recht auf Hilfe hat. Die Gesellschaft verstand sich als Solidargemeinschaft. Die Jungen zahlen für die Alten, die Starken für die Schwachen, die Gesunden für die Kranken und die Beschäftigten für die Arbeitslosen. Das war immer selbstverständlich. Heute im Neoliberalismus wird mit dem Begriff Vollkaskomentalität diese ganzen sozialen Errungenschaften werden damit diffamiert. Der radikal kapitalistische neoliberale Credo, Leistung soll sich wieder lohnen, ist angesagt. Das heißt, wenn du dir nicht selber helfen kannst, leistest du offensichtlich nichts. Du bist eine faule Sau. Pech gehabt. Dann hast du auch keinen Anspruch auf staatliche Leistung. Bereits bei dem SPD-Politiker Helmut Schmidt tauchte der Begriff Sozialabbau zum ersten Mal auf. Doch erst die CDU/CSU und die FDP verpassten mit der Wirtschaftsstandortdebatte den Rotstift-Exzessen einen ideologischen Rahmen. Die Gewinne der Unternehmer seien zu niedrig, die Unternehmenssteuer zu hoch, Sozialbeiträge und Krankenstand zu hoch, der gesamte Faktor Arbeit zu teuer. In allen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereichen wurden staatliche und tarifliche Regelungen abgebaut, um der freien neoliberalen Marktwirtschaft zum Durchbruch zu verhelfen. Es folgten untertarifliche Einstiegslöhne für Arbeitslose, befristete Arbeitsverträge, Ausweitung der Leiharbeit, Flexibilisierung der Arbeitszeiten und die Aufhebung des Vermittlungsmonopols durch die Arbeitsämter. Flächentarifverträge wurden diffamiert, die Löhne sollten individuell ausgehandelt werden. Man stellt sich einmal vor, eine ungelernte Türkin verhandelt mit dem Personalchef von BMW über ihren Lohn. Der internationale Wettbewerb der Wirtschaftsstandorte muss heute als Ausrede für die Sozialstaatsdemontage der SPD und CDU herhalten. Auch die FDP will natürlich die Bürger vom, so wie sie sagt, bevormundenden Fürsorgestaat befreien, auf dass sie ihre Angelegenheiten in Freiheit und Verantwortung selbst regeln. Mit Eigenverantwortung meinen die neoliberalen FDP-Psychopathen mehr Eigenleistung. Es geht darum, die Unternehmer von den Sozialbeiträgen zu entlasten und sie den Arbeitern eigenverantwortlich aufzubrummen. Doch die von den politischen und wirtschaftlichen Eliten inszenierte Standortdebatte hat mit der Realität nichts zu tun. Sie dient lediglich dazu, dass sich die Reichen und Mitprofitler sowie die gesamte Wirtschaft
ihrer sozialen Verantwortung entziehen können. Die Rentenversicherung wird auf eine Rumpfversorgung zusammengeschmolzen. Unter dem Titel Kostendämpfung im Gesundheitswesen werden Leistungen gestrichen und Zuzahlungen eingeführt und erhöht. Statt über eine solidarische Finanzierung der Renten- und Krankenkassen zu reden, verabschiedet sich auch hier mit Unterstützung der Politik die Wirtschaft aus ihrer Verantwortung. Die Befürworter einer privaten Rentenversicherung verschweigen, dass sich nur ein kleiner Teil der Bevölkerung eine derartige Versicherung leisten kann. Der Rest wird, statt mit einem gerechten Alterslohn für Lebensleistung, mit einer Minirente auf Sozialhilfeniveau abgespeist. Die Bundesregierung probiert, wie viel Ellenbogen unsere Gesellschaft verträgt, ohne zu revoltieren, und wagt sich, weil es keinen Widerstand der Bevölkerung gibt, immer weiter vor. Kontinuierlich hat die Bundesregierung die Leistung der Arbeitslosenversicherung abgebaut, arbeitsmarktpolitische Programme gestrichen, die Tarifautonomie durch untertarifliche Bezahlung torpediert. Mehrfach wurde der Kreis der Leistungsberechtigten eingeschränkt, die Leistung gekürzt, Zumutbarkeitsregelung verschärft, bis hin zur Einführung von Arbeitsdienst für Arbeitslose. Damit wurde dem Niedriglohnsektor der Boden bereitet. Die gewerkschaftlichen Erfolge bei der Arbeitszeitverkürzung versuchen Wirtschafts- und Bundesregierung ebenfalls zurückzudrehen. Doch das reichte dem Wirtschaftsstaatssekretär Alfred Tacke von der SPD immer noch nicht. Es gelte, sich an den niedrigen Kostenstrukturen der USA zu orientieren und an denen Asiens. Wenn es in den USA möglich ist, Arbeiter mit 2 Wochen Jahresurlaub bei einer 65-Stunden-Woche zu beschäftigen, müsste das auch in Deutschland möglich sein. Der SPD-Politiker Tacke bezeichnete sich selber als Kopf hinter Ministerpräsident Gerhard Schröder. Das heißt, dass Tacke sich diese Provokationen mit Unterstützung Schröders erlaubt. Der Staat soll die besten Wettbewerbsvoraussetzungen für Unternehmer schaffen und sich damit einen ruinösen Steuersenkungs- und Sozialabbau-Wettbewerb aussetzen. Die Bevölkerung Deutschlands wird zur Ausplünderung durch die eigenen und internationalen Konzerne freigegeben. Die Folgen dieser kapitalistischen, neoliberalen Politik sind verheerend. Immer mehr Menschen werden aus diesem Wettbewerbskarussell herausgeschleudert und finden sich verarmt und ohne Perspektive außerhalb der Wohlstandsgesellschaft wieder.
dass es nicht nur ein humanitärer, sondern auch ein volkswirtschaftlicher Skandal. Die Kostendämpfung bei privaten Unternehmen soll der Staat bezahlen, indem er für die so entstehenden Arbeitslosen, Aufstockern und Hartz-IV-Empfängern aufkommen muss. Und da soll dann auch noch die gleichen Unternehmen mit Milliarden Steuergeldern subventionieren, damit sie noch günstiger produzieren können. Oder besser gesagt, damit die Profite noch höher werden und die Aktionäre die Sektkorken knallen lassen. Aber auch das gesamte neoliberale Programm reicht der Bundesregierung und den Arbeitgeberverbänden immer noch nicht. Einschnitte beim Kündigungsschutz und bei der Lohnfortzahlung seien erst der Anfang des Notwendigen, verkündete BDA-Präsident Dieter Hund. Diese Leute begnügen sich nicht mehr mit Sozialabbau. Sie wollen das gesamte politische System stramm auf neoliberale Wettbewerbsfähigkeit ausrichten. Damit wird die Axt ans Grundgesetz gelegt. Weniger Geld und mehr Arbeit ist angesagt. Löhne und Renten senken. Um Arbeitsplätze zu sichern. Diese neoliberalen Ideologen aus der Wirtschaft sind völlig übergeschnappt. Über die eigene Gehaltsfortzahlung bei Krankheit reden die Konzernherren nicht gerne. Sie fürchten Neider. Aber ein schlechtes Gewissen haben sie natürlich nicht. Mehr Eigenverantwortung und Selbstvorsorge fordert der Chefvolkswirt der Deutschen Bank, Norbert Walter. Er selber allerdings und seinesgleichen sind von diesem Aufruf ausgenommen und kassieren ein paar hunderttausend Euro pro Jahr Ruhegehälter. Sie verlangen Abschaffung des Kündigungsschutzes, lassen sich aber die eigene Kündigung mit 20 Millionen Euro und mehr vergolden. Noch nie trugen Reiche und die Wirtschaft insgesamt so wenig zur Finanzierung der öffentlichen Haushalte bei wie heute. Gleichzeitig fordert der FDP-Politiker Hans-Joachim Wittmann 1996, die Einnahmen von Bettlern zu besteuern. Gleichzeitig schaffen die gleichen Politiker die Vermögensteuer ab. Der Begriff Leistung soll sich wieder lohnen gilt nicht für Arbeiter. Er dient dazu, die Besserverdienenden zu Leistungsträgern zu machen, die steuerlich entlastet werden müssen, weil sie so viel Großartiges leisten. Also, wer zu viel verdient hat, dem wird nicht durch höhere Steuern etwas abgezogen. Nein, es wird ihm noch mehr gegeben. Reiche und Besserverdienende werden zu Lasten der Bezieher mittlerer und unterer Einkommen begünstigt. Wer von seinem Vermögen lebt, der hat es bei uns gut.
Deutschland gehört zu den wenigen Ländern, in denen Gewinne aus Aktien- und Immobilienspekulationen nach einer bestimmten Frist steuerfrei sind. Auch der Staat bietet Steuersparmodelle für Reiche und Besserverdienende an. Es lassen sich damit derartig hohe, sogenannte negative Einkünfte erzielen, dass selbst Zahnärzte und Rechtsanwälte keine Steuern zahlen brauchen. Bei Selbstständigen tauchen die Steuerprüfer etwa alle 30 Jahre auf. Dass Leute mit über 1 Million Euro Jahresabkommen keine Steuern bezahlen, ist in Deutschland ganz normal. Als die Staatsanwaltschaft tatsächlich einmal gegen die Commerzbank wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung und aktiver Steuerhinterziehung wegen Bilanzmanipulation ermittelte, beschwerte sich der Vorstandschef über das unsensible Vorgehen der Steuerfahndung, das den Standort Deutschland gefährdet. Von Schuldbewusstsein bei dem Typ keine Spur. Zahlreiche Banken beteiligen sich daran, die Haushaltslöcher des Staates zu vergrößern, indem sie den Reichtum der Besserverdienenden durch Beihilfe zur Steuerhinterziehung mehren. Bei den Armen werden Sozialleistungen gekürzt, während sich andere Leute mithilfe einer Bank persönlich bereichern. Es gibt bei den Bankern und ihren Kunden eine erhebliche kriminelle Energie. So entsteht privater Reichtum und öffentliche Armut. Niedrige Steuern haben nicht mehr mit neuen Jobs, aber umso mehr mit Staatsverschuldung zu tun. Die Finanzkrise des Staates und die Gewinne der Banken und ständig steigende Vermögen der Reichen sind zwei Seiten derselben Medaille. Die Subventionen des Staates an die Wirtschaft übersteigen deren Steuerzahlungen bei Weitem. Ein Unternehmen erhält Subventionen. Ein paar Jahre später wird der Betrieb geschlossen. Der Steuerzahler zahlt also doppelt. Für die versteuerten Subventionen und die Arbeitslosen. Legale und illegale Steuerprivilegien. Staatlich gefördertes Abzocken Ostdeutschlands. Subventionierte Fehlinvestitionen und Subventionsbetrug. Bestechung und Kartellabsprachen. Illegale In- und Exporte. Direkte Erpressung mit dem Arbeitsplatzargument und der Untergrundkapitalismus der organisierten Kriminalität. Das sind die Methoden, mit denen die Steuergroschen auf die Konten der Reichen umgeleitet werden. Doch statt hier anzusetzen, die Steuerfahndung und Sonderkommission gegen Wirtschaftskriminalität auszubauen, werden soziale Leistungen weiter gekürzt, damit der Geldfluss auf die Konten der Reichen nicht versiegt. Statt dem Staat Steuern zu zahlen, damit dieser seinen sozialen und kulturellen Aufgaben nachkommen kann, finanzieren die Unternehmer nur noch das, was ihnen nutzt, und setzen sich als Kunst- oder Sportförderer in Szene. Das poliert das Image und dient dem Marketing. Aber gleichzeitig ist es Abbau von Demokratie. Denn über Förderungen entscheiden nicht mehr demokratisch legitimierte Gremien, sondern nur noch das unternehmerische Kalkül. Wenn die Unternehmer in Deutschland trotz zahlreicher direkter und indirekter Subventionen, Schaffung eines Billiglohnsektors
Steuersenkungen und Abschreibungsmöglichkeiten und anderer Vergünstigungen sich immer noch nicht in der Lage sehen, einen ausreichenden Teil ihrer Rekordprofite in die Staats- und Stadtkassen zurückzuführen, dann stellt sich die Frage, ob diese Leute als private Unternehmer noch in Deutschland gebraucht werden. Denn wenn der Staat ihre Betriebe finanzieren soll, kann er sie ja auch gleich übernehmen. Dann brauche er aber keinen Aktionären Dividenden auszuzahlen, sondern kann das eingenommene Geld zur Lohnerhöhung der Arbeiter nutzen. Dringend notwendig ist auch eine Entschuldung des Staates, Städte und Kommunen. Sämtliche Zinszahlungen müssen deshalb gestoppt werden. Und dann muss über eine Entschuldung verhandelt werden. Wenn Arbeitnehmer sich mit Lohnerhöhungen weit unter der Inflationsgrenze zufrieden geben müssen oder sogar Lohnsenkungen akzeptieren sollen, warum sollten dann Banken Zinsen bekommen? Warum sollen Banken nicht auf Staatsschulden verzichten? Bund, Länder und Gemeinden können sich nicht mehr durch eine Rotstiftpolitik aus dem Würgegriff der Banken und Finanzkonzerne befreien. Während die einen den immer größeren Teil des Arbeitsmonats damit zubringen, ihre Grundbedürfnisse nach Essen und Trinken, Wohnen und Kleidung zu befriedigen, erledigen sich andere diese Pflicht in 1 bis 2 Tagen und arbeiten danach für ihren Luxus oder die Vermögensbildung. Während das Geld für den Konsum bei den unteren Einkommensschichten fehlt, haben Produzenten von Luxusgütern nichts zu klagen. Ihr Umsatz ist gut. In einem der reichsten Länder der Erde, Deutschland, ist eine gigantische Umverteilung des gesellschaftlichen Wohlstandes von unten nach oben in Gang. Immer mehr Millionären stehen immer mehr mit Hungerlöhnen ausgebeutete Arbeiter. Armutsrentner, Arbeitslose und Hartz-IV-Empfänger gegenüber. Und die Regierung hüllt den Sozialstaat immer weiter aus, macht Arme noch ärmer. Bei gleichzeitiger steuerlicher Entlastung der Reichen. Die Unternehmer, Banken, Aktionäre verdienen sich eine goldene Nase. Das ist ein kapitalistisch-ideologischer Raubzug, der mit dem Hinweis auf die angeblich sinkende Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft begründet wird. Das Lohnniveau und die soziale Sicherheit werden zu einem Standortrisiko umdeklariert, um sie besser demontieren zu können. Also Beschäftigungssicherheit gefährdet nach dieser Logik Beschäftigung. Man muss nur alles der freien Marktwirtschaft überlassen. Dann bricht in Deutschland das Paradies von alleine aus. Sodass Leute verdummende neoliberale Gerede jener, die im Schlaraffenland leben, und mit allen Mitteln versuchen, die Mehrheit der Menschen von ihrem eigenen Schlaraffenland fernzuhalten. Die Argumentation der Neoliberalen zum Standort Deutschland dient nur der Rechtfertigung der Umverteilung zugunsten der Reichen und Besserverdienenden und dem Sozialabbau. Auch das herrschende Diktat der internationalen Finanzmärkte ist kein Naturgesetz
und könnte mit gutem politischen Willen jederzeit wieder reguliert werden. Ein von der Politik, den Medien und sogenannten Experten suggerierten Sparzwang schüchtert die Menschen ein, lähmt die soziale Fantasie und Verantwortung, bedroht die Humanität und Demokratie. Dabei ist Geld genug da. Es muss nur wieder über eine gerechte soziale Verteilungspolitik geredet werden. Die wirtschaftlichen Eliten bezeichnen ihre eigene Raffgier, die Umverteilung von unten nach oben, als Marktgesetz. Um dieser Demagogie etwas entgegenzusetzen, muss die bittere Armut in Deutschland öffentlich gemacht werden. Neben dem Armutsbericht brauchen wir auch einen Reichtumsbericht. Nicht weniger, sondern mehr Sozialstaat ist notwendig. Ein engmaschiges soziales Netz, das alle auffängt, die aus dem globalen Wettbewerbskarussell herausgeschleudert werden. Würden die Reichen und Besserverdienenden korrekt besteuert, gäbe es keine Schuldenkrise, bankrotte Städte, marode Schulen, geschlossene Schwimmbäder, fehlende Sozialwohnungen, keine Alters- und Kinderarmut. Der deutsche neoliberale kapitalistische Sozialfaschismus muss endlich beendet werden.